1, 2, 3, 4, 5. Alright, ich grüße euch. Hier ist Yngo und heute zeige ich euch den Rhythmus. Ein Fünfviertel-Rhythmus, Flow heißt der, ein Fünfviertel-Flow, und das ist toll, die Hände spielen die ganze Zeit abwechselnd und die Notenwerte sind auch immer gleich und es beginnt mit der Nebenhand. Ja. Und jetzt spiele ich euch mal das Muster, nur das Muster einmal vor, in einem langsameren Tempo, und es beginnt mit der Nebenhand, das ist bei mir die linke Hand. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Drei, vier. Alright, es sind 10 Schläge und wir machen mal die ersten 4. Das ist letztlich ganz gut übersichtlich machen. Beginnt mit der Nebenhand. Die ersten 4. 3, 4. Nochmal. 3, 4. 3, 4. So, und jetzt die restlichen 6 dazu. Ja. Ich mache es nochmal vor. Jetzt ab Zahl 6. Da ist deine Hand in der deine Nebenhand im Bass. 6. 3, 4. 3, 4. 3, 4. Okay, so, und jetzt den ganzen Rhythmus zusammen. Auch nochmal mit Pause, damit ihr jedes Mal, wenn ihr euch neu orientieren könnt und neu reinkommen könnt, falls ihr raus seid, falls ihr es braucht. Und zwar 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 1 mal. 。Alright, so, und jetzt spielen wir es zusammen ohne die Pause. 1, 2, 1, ach nee, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Okay, kurzer Verspieler von mir. Alright, so, jetzt habt ihr das Muster und ja, damit sind wir am Ende. Jetzt zum Schluss spiele ich es noch für euch ein bisschen schneller, und wenn du magst, kannst du ja mitspielen, und ich verabschiede mich und wünsche dir einen wunderbaren Tag. Hier ist Yngo. Ich sagte es bereits heute am Anfang mal. Okay. 1, 2, 3, 4, 5.